Herzlich willkommen zurück. Schuhenkulin, Freundinnen und Freunde des Inkassobüros zu 80% des bärtigen Mönch. Man sieht irgendwie nur noch 80% von ihm. Da ist irgendwie weniger geworden. Bei mir ist er mehr geworden. Was er zu wenig hat, habe ich zu viel. Aber die Fragen, die jetzt alle kommen, können wir beantworten. Denn das ist Folge Nummer 42. Und wir haben die Antwort natürlich auf alles. Das reden wir uns immer wieder ein. Und ich freue mich sehr, nach der schöpferischen und auch technisch gezwungenen und beruflichen Auszeit meinen Lieblingsmönch wiederzusehen. Mein lieber Exitus, als wäre es gestern gewesen, von der 41 direkt 5 Monate nach Dragonflight-Start. Willkommen zurück. Wie geht's dir? Welche Farbe hat dein Gefühl? Ich habe so lange darauf gewartet, diesen Satz zu sagen. Ne? Herzlich willkommen zurück zum besten deutschen Goldfarm-Podcast, den es gibt, weil wir der Einzige sind. Angeblich. Ja, hallo. Ich freue mich, euch recht herzlich begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Ausgabe des Goldcasts mit mir und Andreas von Schon Cool. Ja, es ist tatsächlich wahr. Ich weiß. Ihr habt meinen Stream geradet. Ihr habt meine YouTube-Kommentare geradet und meine Social-Media-Accounts verwüstet. Exi, wann kommt der nächste Goldcast? Und ich so mal, ja. Ja, bald. Nein, ich habe immer gesagt, wie gesagt, Andreas, bester Freund, kann man wirklich nicht meckern, aber ich habe Respekt davor, wenn es wirklich mit Technik oder Arbeit bei ihm nicht funktioniert, ich will ihm damit nicht auch noch auf die Nerven gehen. Ich habe immer gesagt, er kommt schon, wenn er wieder Zeit hat. Jetzt hat er wieder Zeit. Ach, und ich freue mich. Das ist wie früher. Es ist Sommer, es ist viel zu warm hier drin und endlich kann ich hier wieder ein kleines bisschen mit Andreas quatschen. Ja, 5 Monate Dragonflight. Wer hätte es gedacht? Wow. Ja, und wow, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr von dem Content mitbekommen als du, wenn ich das jetzt irgendwie so richtig mitbekommen habe. Aber erzähl doch. Jetzt erzähl doch erstmal in Ruhe. Welche Farbe hat dein Gefühl? Wie fühlst du dich, wieder hier sitzen zu dürfen, bei mir im digitalen Wohnzimmer sozusagen? Ja, pass auf, mein Lieber. Jetzt hör mal ganz genau hin. So, darauf habe ich jetzt gewartet, dieses Geräusch. Was gibt's heute bei dir? Das ist tatsächlich, ist das hier werbefreier Stream oder so? Aber es ist ein Spezi, ein Paulaner Spezi, was sehr lecker ist und Ich habe hier Cold Brew Eistee. Furchtbar. Eistee? Ja, also es ist eigentlich normaler Tee. Das hat mir ein Zuschauer empfohlen. Das ist quasi, der wird kalt gebraut. Das schmeckt 1A wie stinknormaler Eistee. Aber ist super, hat keine Kalorien, kein Zucker. Das ist toll. Großer, ja, und schon sieht man, warum du genau so ein paar Kilo weniger hast und ich ein paar mehr. Das ist der Unterschied. In dem ich bin immer noch am Stress trinken und futtern sozusagen. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein Ende in Sicht. Ich sagte das schon irgendwie in den Streams. Sommer zum Juli verändert sich bei mir etwas. Ich bekomme eine andere Rolle, eine andere Position und Aufgabe. Etwas, was ich damals gemacht habe. Aber das ist dann wieder ein bisschen kundennäher. Klingt eigentlich erstmal schlimmer als vorher, aber das ist es nicht, weil die Aufgabe wesentlich mehr zu dem passt, was ich kann und was ich machen möchte. Und das andere war jetzt sehr viel auffangen, weil Leute in Ruhestand gegangen sind, weg sind, Sachen haben sich verändert. Ihr kennt das, Umorganisation, wenn ihr in größeren Unternehmen arbeitet oder so typische Büroarbeit habt, Office-Tätigkeiten, da werden mal Aufgaben fallen dann weg, dann kommen neue dazu, dann sind die Prozesse nicht klar. Und ich sage immer, auf meiner Visitenkarte steht irgendjemand müsste dieses Thema mal klären und übernehmen. Also Andreas, irgendjemand steht auf meiner Visitenkarte, sage ich dann immer, weil dann diese Sachen bei mir gelandet sind. Aber da verändert sich was. PC läuft jetzt dann auch wieder. Das war ein Spießrutenlauf. Wirklich gefrustet, weil wirklich World of Warcraft das Problem war. Die anderen Games liefen problemlos und ich habe hier das System geprügelt bis zum Anschlag. Alles, was Raytracing konnte, was Speicher gefressen hat, was die Prozessoren belastet hat, das Ding ist gelaufen wie eine 1 und in den Benchmarks habe ich einmal einen Stern nach dem nächsten genommen und dann kommt World of Warcraft und das Ding fährt runter und geht nicht und bootet irgendwie immer neu und hat einen Freeze und das funktionierte alles nicht. Aber das ist der Blick zurück nach vorne sozusagen. Das haut jetzt wieder hin. Fein. Und ich habe jetzt wieder angefangen sozusagen die Geschichten, aber auf einem Server mit dem zweiten Account quasi, also mit dem zweiten Blizzard-Account jetzt komplett reines Solo-Projekt. Ich habe Dragonflight gelevelt. Ich habe bis zum sozusagen einmal die Story komplett durch auf meinem Haupt-Account und dachte, ja, schön, also schönes Add-on. Ich finde das Drachenfliegen toll.
Aber ich hatte mehr Bock jetzt einfach auf diese alten Geschichten, weil mir, während ich nämlich gespielt habe, gucke ich auch YouTube und Streams. Und was mir fehlt, ist so eine Serie. Ich fange mal vorne an. Es gibt solche, die sind zum Teil aber uralt. Ich habe eine gefunden, die ist 5, 6 Jahre alt. Das kannst du heute nicht mehr verwenden. Und ich dachte, sowas würde ich konsumieren. Denn Dragonflight-Content gibt es ungeheuer viel. So viele gibt es zu diesem Kanal. Muss mal Axitus, irgendwie gibt es so einen Kanal bei YouTube, könnt ihr mal gucken. Der hat unfassbar viele Videos auch zu Dragonflight und Farms. So, das ist bedient, ja. Da wird man abgeholt. Dann dachte ich, was kann ich vielleicht so bedienen in der Zwischenzeit, bis ich dann wieder ein bisschen einsteige mit Dragonflight. Das ist so jetzt die Geschichte in den letzten Wochen, Monaten gewesen. Ich konnte beim Streamer wieder bei dir zuschauen. Das hat mir sehr gut Ja, gefallen. ja. Zumal ich erfahren habe, dass du demnächst ja auch richtig, also natürlich einen richtigen und unnatürlichen PvE-Raid-Content zeigen wirst. Das habe ich noch am Rande mitgekriegt. Du kannst ja gerne mal ausholen, weil mich das interessiert, wie es dazu gekommen ist und was hat dich dazu bewogen. Du hast lange überlegt, während meiner Auszeit, weiß ich noch, hatten wir das besprochen. Und da hattest du immer gesagt, ah, du bleibst erstmal bei deinem Stil und deiner Struktur. Und jetzt hast du aber angekündigt in den letzten ein, zwei Streams, Exi wird raiden und streamt das, was ich schon cool finde. Dann kann ich auch mal ein bisschen Raid-Content konsumieren. Berichte doch mal gerne. Was hat dich denn so umtrieben in den letzten Wochen, Monaten in der World of Warcraft so? Was macht der Mönch? Ja, was ist der Mensch? Ich fange mal mit dem Raid-Thema an. Also ja, das ist richtig. Ab Patch 10.1, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, ist es wahrscheinlich schon draußen und die ersten Streams sind gelaufen. Werde ich unseren Gilden-Raid streamen. Das ist tatsächlich richtig. Warum tue ich das? Nun, das hat zwei Gründe. Punkt A, ich weiß nicht, ich habe über die letzten Monate und Jahre hinweg durch ja, euch, meine Zuschauer, Zuhörer, also durch meine Community im Allgemeinen, sehr, sehr viel Positives erfahren, gewissermaßen. Es ist massiv viel Support da. Ich kann mich auch einfach mit den Leuten auskotzen. Ich habe tolle neue Leute, mit denen ich zusammen zocken und leveln kann, gefunden. Und alles in allem habe ich für mich persönlich einfach das Gefühl, ich mache guten Content an sich. Aber ich mache nicht genug. Ich persönlich bin einfach der Meinung, für das, was ich zurückbekomme, mache ich nicht genug. Das ist unter anderem der Grund. Die Leute haben immer mal wieder gefragt, hey, du hast früher mal deine Raids gestreamt, streamst doch mal wieder, wir würden uns das gerne anschauen. Und ich habe immer gesagt, so, nee, so. Weiß ich nicht. Gewohnheitstier. Ich ändere furchtbar ungern meine Gewohnheiten. Jetzt ist es aber so, du hast ja das tatsächlich auch schon angeschnitten und die Leute, die bei mir im Stream waren oder im Discord sind, die haben es ja auch schon mitgekriegt. Ich bin ja, man kann es nicht anders umschreiben, ich bin momentan so ein bisschen auf dem Fitness-Trip, keine Ahnung, ich versuche abzunehmen, bla bla bla, wie auch immer. Ich mache das Ganze jetzt seit 2,5 Monaten und da stand auch sehr, sehr viel Veränderung im Raum. Das ist für jemanden, der keine Veränderung mag, erstmal gruselig. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe so viel umgestellt. Meine Schlafgewohnheiten, meine Ess- und Trinkgewohnheiten komplett. Ich gehe nach der Arbeit freiwillig für 1 bis 2 Stunden ins Fitnessstudio. Ich gehe am Wochenende frei. Hatte ich dir das vor einem Jahr gesagt, hat es mir eine gescheuert oder so. Yep. Hat er mich gefragt, irgendwie, was ich irgendwie für komische Pillen schlucke oder so. Ich soll das mal unterlassen, vielleicht. Ich fantasiere. Ja, das ist richtig. Ich gehe selbst am Wochenende freiwillig. Heute ist Sonntag, ich war heute für 2 Stunden da. Letzten Naja, cool, Wochenende war weiß noch. ich grundsätzlich schwimmen, bin 1, 2 Kilometer geschwommen und was weiß ich nicht alles. Aber wie gesagt, das tut jetzt auch mal eben nichts zur Sache. Das Ding an der Hey, ganzen danke Sache noch, dass du ist. für den Triathlon trainierst. Das ist noch die Steigerung. Das kann ja noch als nächstes kommen. Naja, da muss ich laufen und ich hasse Ja, Laufen. okay. Das Ding ist halt, ich habe sehr, sehr viel geändert in meinem Leben und nichts davon war schlecht für mich. Ja, alles, was ich quasi geändert habe und quasi angefasst habe in dem Richtung, ist quasi gut für mich, hat mir gut getan und hat auch nur dafür gesorgt, dass mir Gutes widerfährt. Und da dachte ich mir, warum da aufhören? Okay, weite das doch quasi auch auf andere Bereiche deines Lebens aus. Und ein sehr, sehr großer Bereich meines Lebens ist nun mal, ja, Exitus und alles, was damit zu tun hat. Und da ist halt ehrlich gesagt, die einzigen zwei Optionen, die ich da wirklich ändern könnte, sind quasi stream mehr oder mach mehr Videos. Mehr Videos ist Ja. halt zeitlich, jetzt mit den neuen interagiert das nicht so gut. Stream mehr oder stream das, wonach die Leute halt auch gefragt haben. Und ja, jetzt streame ich meine Raids und bin mal gespannt, wie es wird tatsächlich.
Wir haben auch. Wie oft dann, was ist da als Frequenz gedacht? Wie habt ihr das geplant? Also wir raiden aktuell mittwochs und donnerstags, sowie in den ersten 3-4 IDs dienstags, wobei das freiwillig ist. Weil einfach so, falls die letzten Bosse noch nicht umkippen wollen oder man noch eine Kiste für die Vault braucht, wollen wir halt, biete ich das halt an. Ich stelle das dann dienstags bereit und sage, hey, hier, ich mache das, ich leite das und wer will, der kommt mit. Und wenn es dann halt nicht zustande kommt, dann ist es halt so. Ja genau, wir machen das dann zwei Mittwoch. Es wird auf jeden Fall mittwochs den Stream geben. Sollte es wieder erwartend extremst gut laufen und keine Ahnung, ich auf einmal für, was weiß ich, zig hunderte interessante Leute streamen oder sonst irgendwas in Richtung, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehe, dann auch Donnerstag. Sollte das nicht der Fall sein, dann mache ich erstmal nur Mittwoch, weil ich muss mich ja auch erstmal daran gewöhnen. Ne? Naja, klar, genau, das ist eine andere Geschichte auf einmal, ne? Wenn die Kamera dann doch läuft, ne? Und da ist es schon eine andere Geschichte als deine Gold-Streams und sowas, ne? Und die Community-Geschichten und, ne? Und dann Solo-Stream sozusagen. Ja, klar, weil mein Content im Allgemeinen ist ja sehr darauf ausgerichtet, dass ich mit den Leuten rede. Ich sage ja immer so, YouTube ist Business, ne? Und Twitch selber ist für mich hinsetzen und einfach Spaß mit den Leuten haben oder mit den Leuten quatschen. Da möchte ich halt mit meiner Community abhängen, sozusagen. Deshalb rede ich da auch so viel. Im Raid kann ich das nicht. Ja, das wird schwierig. Umstellung. Aber mal sehen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Wird sicherlich. Ja, ist auf jeden Fall mal, ist tatsächlich eine Zäsur. Also das ist was anderes, aber ich sagte ja schon im Vorgespräch, also ich gucke da gerne rein und freue mich, dass ich mich da auch ein bisschen berieseln lassen kann, denn ich gucke so kein PvE-Content mehr oder Raids oder sowas, auch die ganzen World First-Sachen habe ich keine Verbindung zu oder sowas. Aber wenn du das zeigen würdest, dann ist das schon ein bisschen eine andere Geschichte. Ein bisschen nebenbei einfach so zu gucken und also hat ja auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor, jetzt aber gar nicht im Sinne von lustig Entertainment, sondern einfach mal wie, dass man tatsächlich mal sieht, wie viel da einfach dranhängt, ne, an Organisation, Kommunikation. Ich sagte das vorhin im Stream, dass die Leute, die sich lustig machen, wenn die Leute so in ihrem CV sagen, so Mensch, ne, ich habe auch Erfahrung im privaten Bereich, Organisation von sowas wie Raids, ja, Online-Veranstaltungen, richtig vereinsmäßig und die Leute machen sich darüber lustig, die haben keinen Plan, die sind völlig ahnungslos, was da dranhängt. Nur alle, die im Vereinsbetrieb, in Mannschaft mal gespielt haben, ja, kann man sagen, ja, das ist ja Sport. Das ist doch aber das Gleiche. Leute also, müssen sich committen. Du brauchst Disziplin. Du hast Zeiten, du hast Fristen, du brauchst eine Verlässlichkeit. Kurz vorher absagen, kannst du nicht sagen, ach Leute, heute ist ja das Punktspiel, aber wisst ihr was, irgendwie geht nicht. Oder ich kann nicht, ich habe keine Lust, mir ist was dazwischen gekommen. Ah, es hat doch einen Geburtstag und dann findet ein Punktspiel statt. Es ist ein Raid, kein Punktspiel, aber dem Grunde nach opfern andere auch ihre Freizeit und sagen, ey, ich bin in Arm da und müssen vielleicht privat was regeln. Und daher hängt da schon wesentlich mehr dran, wenn man nicht für sich was macht und den Stream jederzeit beenden kann, weil man sagt, so Leute hat sich gerade erledigt. Oder also von daher bin ich schon gespannt. Oder ich gehe schnell Pizza holen, ja. Ja, genau. Ja, genau, der Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, den Insider, ja. Ja, ich gehe schnell Pizza holen. Der wird doch jetzt wohl nicht zur Pizzeria gegangen sein. Doch, ist er. Ja, das ist richtig. Also an sich bin ich da aber auch völlig bei dir. Du kannst im Prinzip einen Raid zu organisieren und zu leiten, kannst du so ein bisschen irgendwie vergleichen, so eine Mischung aus Fußballtrainer, weil du hast halt deine Mannschaft, und ein Choreograf, der irgendwie versucht, 25 Background-Tänzer bei einem Konzert im Hintergrund zu organisieren, dass die alle zu genau der gleichen Minute genau das machen, was sie sollen. Dummerweise klappt das meistens nicht, aber bin sicher, aber wer will schon Race to World First gucken, wenn er Exi dabei zuschauen kann, wie er seine Raid-Kollegen im Teamspeak zur Schnecke macht. Naja, schon, das hat ja auch einen Entertainment-Faktor, aber vor allem, wenn es dann nachher funktioniert und die Bosse liegen, man arbeitet sich die Flügel durch und hat dann auch die Erfolgserlebnisse, in denen man partizipieren kann. Also das ist ja auch schon cool, also warum nicht? Wie gesagt, da geht es ja auch nicht um Elite-World-First-Gilden und sozusagen High-End-Content, das ist ja egal, den kann man dann ja gucken, diese sozusagen, sondern das ist ja dann genau, da auf welchem Level läuft das mit einer Gruppe, die das halt in der Freizeit privat organisiert und die einen Anspruch hat, und Progress ist ja so ein gedehntes Wort, aber man möchte ja natürlich die Bosse legen und den Loot haben. Insofern ist es nicht nur Dickel-Dackel und mal gucken, das wird was oder nicht, sondern dann sind wir bei dem, was du sagtest mit dem Fußballtrainer, Strategie und Taktik. Hm. Also die Parallelen sind doch da. Ich möchte übrigens nur noch mal ganz kurz anmerken, Andreas und ich nehmen den
Podcast grundsätzlich über eine Discord-Videokonferenz auf. Und die Discord-Leitungen sind manchmal ein bisschen, ja, wie Gummibänder, könnte man quasi sagen. Das heißt, ab und zu, Andreas hatte zum Beispiel gerade in der Aufnahme einen ganz, ganz kurzen Hänger. Ich glaube, man kann aus dem Zusammenhang trotzdem heraus gut verstehen, was er gesagt hat. Da können wir leider nichts für, es tut mir leid. Er sitzt leider 800 Kilometer Richtung Norden von mir entfernt. Das kriegen bis ihr hier hinzieht, fürs Protokoll. Ja, bis Familie Exitus hier hinzieht in die Nähe. Irgendwann mal. Ich möchte wieder zurück in den Norden. Ich will wieder Hackebeterbrötchen morgens essen. Das ist ja cool, ja. Mhm. Leberkäse ist gut, aber es ist halt einfach kein Hackebeter. Kann man wirklich nicht mehr gern. Aber jetzt, komm mal, du. Genau, du hattest ja, wie gesagt, deine Software und deine Hardware-Probleme. Jetzt, wo du wieder WoW spielen kannst, was machst du? Erzähl doch mal. Also, was sind jetzt so gerade deine Projekte? Woran arbeitest du gerade? Wir sind hier beim Goldcast und nicht beim Exi nimmt ab und Race to World First Cast. Ja. Ah, ich habe gerade, also, da ich war ja dermaßen auch im Hype für das Thema Dragonflight, weil mich das mit den Berufen auch interessiert hat. Es hat sich alles dann doch ein kleines bisschen entzaubert. Das war aber klar. Sie konnten das System nicht neu erfinden. Und das ganze Thema Aufträge in Mission und Ordering und so weiter hat natürlich gewisse Limits, hat gewisse Möglichkeiten, ist nochmal ein zweites Standbein, wenn man so möchte. Aber letztendlich hat Blizzard das Rad ja nicht neu erfunden. Und nachdem ich mit meinen Chars den Content komplett durchgespielt hat, also wirklich den Story-Content von Dragonflight, und also ich finde das Design der Welt klasse. Das Drachenfliegen macht richtig Laune, auch das Freischalten dieser ganzen Drachenglyphen, das ging ja ziemlich schnell, ne? Das ballert man an einem Abend durch, sag ich mal, ne? Wenn man es drauf anlegt. Und also richtig gut, das eigentlich sind ihnen da nur gute Sachen irgendwie gelungen, und irgendwie dachte ich so, ich weiß nicht, also irgendwas fehlt, und ich konnte das aber nicht definieren. Und dann hatte ich aber parallel, tauscht man sich mit anderen Leuten aus, und dann einige sagt so, Andreas, ihr habt das typische Problem wieder mit dem Content, so viele von uns steigen gerade ein und mit Dragonflight verstehen wir, aber was ist denn mit deiner Einsteigerreihe? Du hast doch damals irgendwie was gemacht, und das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Dann habe ich gesagt, naja, die Rahmenbedingung wäre, wie würde man denn jetzt spielen, wenn man wirklich sagt, ich spiele jetzt die World of Warcraft und möchte einfach Gold machen. Das ist tatsächlich der Fokus. Nicht jetzt, wie du, der wirklich noch PvE-Raid-Content angeht oder einen PvP-Fokus hat oder sowas, sondern wirklich casual-mäßig. Casual passt bei mir nicht, das passt zu uns nicht, ne? Aber das bedeutet einfach, dass man jetzt ohne Verbissenheit, so wie ich das machen würde, auf einem neuen Server beginnt. Und dann dachte ich mir, Argent Dawn hatte ich schon hinter mir, Argent Token. Was sind denn die völlig irren Server? Und dann hatte mir jemand im Stream Raider.io oder sowas irgendwie geschickt. Yeah. Da habe ich mal geguckt, die englischsprachigen Server, da sind mir ein bisschen die Augen übergegangen, dachte ich, wie 120, 130, 140, 160.000 Charaktere? Hab mir mal die Ökonomien angeguckt und dachte, okay, das ist völlig irre. Das regionsweite Auktionshaus ist sowieso abgekoppelt, das ist die Klammer über alles, aber was ist so mit diesem vertikalen Markt? Und dann dachte ich, ist es eigentlich ein Rennen ins Verderben, wenn man auf einem High-End-Server mit Level 1 anfängt? Oder ist es relativ einfach, weil die Nachfrage riesig ist? Also killt einen die Konkurrenz durch das Angebot? Oder merkt man eigentlich, man kommt gar nicht hinter die Nachfrage hinterher, aber du hast halt nicht die gute Preise? So, das gehe ich jetzt tatsächlich an. Also wirklich mit Level 1 angefangen, nur Kupfer, keine Taschen, kann gar nichts. Von den ersten Silberstücken habe ich mir die Händlertaschen gekauft, damit ich mal 8 Plätze hatte. Ich habe wirklich genauso angefangen. Und natürlich Kräuterkunde, Bergbau und sofort alles ins Auktionshaus. Dann hast du ziemlich schnell 10 Gold, 20, 30, 50, 100 Gold. Dann kommen die ersten 8er, 12er, 16er, nachher die 30er Taschen. Genauso, wie man das als Neuling machen würde. So, und bin jetzt, ich habe so 4, 5, 6 Chars, die ich auf unterschiedliche Weise level, bin jetzt bei knapp 50.000 Gold, aber wirklich alles komplett solo, alles komplett selbst gefarmt, kein Rumschummeln oder ich schicke mir Sachen, sondern alles aufgesammelt, alles ins Auktionshaus. Und jetzt habe ich vorhin in meinem Stream gesagt, ich spiele jetzt unterschiedliche Zeitschienen, also ich gleise jetzt die Chars unterschiedlich auf, weil ich auch das Thema Crafting angehen möchte. Mhm. Einer spielt die Crewmeter in Burning Crusade, der nächste nimmt sich mal die fährten Inseln vor. Ich habe vorher Draenor-Content und Eile haben mich wieder gemobbt wegen der Garnison. Einer nach dem anderen kam in Stream, ach Andreas, Spiel macht sich mal endlich eine Garnison. Dann kam der nächste, ach Andreas macht sich eine Garnison. Die haben sich alle abgesprochen, Exi, pures Mobbing vorhin. Aber Kern ist tatsächlich dahinter, nicht nur den
Kalimdor und östliche Königreiche, sondern den gesamten alten Content mal anspielen. Nicht nur Drops BOE, Open World, sondern auch das Thema Crafting durch die Expansion. Weil ich glaube, da ist unfassbar viel Gold drin. Und daher isoliere ich das und sage, ich glaube, ich bin mir sicher, die erste Million Gold mache ich komplett ohne Dragonflight. Und mal gucken, wie, ob ich dann danach weitermache und sage, mal gucken, wie weit ich komme, ohne einen Fuß überhaupt in den Dragonflight-Content zu setzen. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte, ob ich nicht dann sage, naja, jetzt möchte ich doch mal durchleveln, denn wie viel Gold allein von Level 60 bis 70 ja schon allein durchs Questen, durch das Aufsammeln, durch Gathern reinkommt. Darauf zu verzichten, das sage ich allen Neulingen jetzt hier oder Casuals, die hier zugucken, ihr spielt bitte Dragonflight-Content, wenn ihr effizient spielen wollt. Dann macht ihr nicht das, was ich mache. Meins ist so ein Projekt eines Bekloppten, der sagt, ich nehme jetzt diese Challenge mal, ich challenge mich selber und guck mal, wie viel Gold kann ich machen, wenn ich das, den aktuellen Content gerade komplett ignoriere und isoliere. Das ist nicht der beste Weg. Ja, da guckt bei Exitus vorbei. Ja, man kann wesentlich mehr machen, wenn man sich auf die Berufe jetzt von Dragonflight konzentriert. Wenn ihr gut ausgestattet seid, habt 2, 3 Chars. Vielleicht hast du gleich ein paar Tipps dazu. Für Leute, wenn ich jetzt sage, Ex, ich steige jetzt ein in Dragonflight, was würdest du an meiner Stelle jetzt machen? Ich habe 2 Chars, die level ich jetzt bis Level 70. Und welche Berufe? Was geht gerade gut? Was ist gerade mit dem Content-Patch? Was kannst du empfehlen? Wie schätzt du jetzt die Raid-Nachfrage ein? Das ist so einmal so zusammengefasst, der große Bogen meiner Themen, was ich gerade angehe. Also ich bin in der alten Welt unterwegs. Ja. Shadowlands meide ich vielleicht, da spiele ich jetzt keine Chromie-Time. Aber bis verhärte Inseln und Draenor nehme ich alles mit. BFA mal gucken. Aber zu Dragonflight bist du jetzt in jeder Hinsicht der Experte. Und kannst du mal so ein bisschen berichten für jemanden, der jetzt 4, 5 Monate gefehlt hat, der quasi nicht im Klassenraum war. Wie sieht's denn aus? Wie ist dein Eindruck? Wie ist dein Fazit nach 5 Monaten? Erzähl mal ein bisschen. Ja, da komme ich gleich gerne zu. Ich hätte noch kurz eben so 1, 2 Fragen zu dem, was du da gesagt hast. Behältst du das, du hast ja gesagt, du spielst mit den Chars einzelne Erweiterungen, also ein Char macht Burning Crusade, einer zum Beispiel für TLK und so weiter und so fort. Versendest du das Gold auf eine zentrale Sammelstelle oder behältst du das Gold, was die einzelnen Chars machen, auf den einzelnen Charakteren? Nee, ich habe genau einen Auktionshaus-Charakter, der kloppt alles in das Auktionshaus. Horde und Allianz können ja, ne, jetzt durch diese, durch 10.1 eine gemeinsame Gildenbank auch nutzen. Und ich habe schon gesagt, also ich sammle jetzt nicht nur, sondern ich reinvestiere. Ein Beispiel nur mal zu dem Thema, wenn ihr jetzt einen neuen Account habt. Ja, ich habe auf diesem separaten Account keinen Karawan Brutosaurier. Ich hab nicht mal das Tundra-Mammut des Reisenden drauf. Ich habe dieses Transmog-Mount habe ich nicht. Das heißt, mir fehlt schon, wie für einen Neuling, für einen Casual und Spielerinnen und Spieler, die jetzt wirklich gar nicht so diesen Background haben, ich komme aus der Instanz raus, will aufmounten und stell fest, auf was denn? Ich habe gar keinen NPC, der reparieren kann. Das heißt, von meinen ersten 50.000 Gold investiere ich die ersten 20.000 oder vorhin sagten Tassimi und Balder, Mensch, pass auf, spiel doch mal hier in Sturmheim die Questreihe Wrath of the Lich King, Söhne Hudias heißen sie, glaube ich, frei. Da kriegst du für 10.000 Gold ab einem gewissen Ruf, ja, sparst du 50% und schaltest dir das Mount frei. Und guck mal, sowas habe ich gar nicht gedacht, ne, zu dem Thema, man spielt das irgendwie so viele Jahre, aber manche Sachen hat man echt vergessen. In der Mount-Übersicht sieht man das übrigens, ne, ich hätte also scrollen können. Und da geht's aber schon los. Also die ersten 10.000 Gold investiere ich. Ich investiere auch völlig bekloppt. Ich habe jetzt tausende sozusagen Blumen und Erze und Stoffe schon verkauft. Die kaufe ich wieder ein für die Berufe, weil ich Produktionschars haben werde. Zum Beispiel einer hat dann Schmiedekunst und Ingenieurskunst. Das Zeug farme ich mir nicht zusammen über die Tage, sondern dann gebe ich halt im Auktionshaus 5, 6, 7, 8, 9.000 Gold aus, um mir Erz und Barren zu kaufen. Und ziehe die Berufe nach und die Crafting-Ergebnisse haue ich in das Auktionshaus, damit refinanziere ich mir dann die nächsten Schritte. Und daher möchte ich für die ganzen Berufe die einzelnen Schienen mal nutzen in Expansion, mal gucken, macht man gerade mit dem Scherbenwelt-Content dem Crafting viel Gold, macht man mit Schmiedekunst und Lederverarbeitung der Classic-Vanilla-Welt richtig viel Gold oder gehen vielleicht doch die ganzen Legion-Sachen nochmal richtig ab und die Berufe, das kann ich so gar nicht einschätzen, weil der Server gerade, ich habe vorhin gesagt, es gibt Sachen, die sind bis zu 40 Mal im Auktionshaus gelistet, 39, ein BOE-Item, 39 Anbieter für ein Item. Das sind die High-End-Server. Riesige Nachfrage, auch für grauen und weißen Quatsch. Also ich habe graue und weiße Items verkauft, so schnell kann ich die gar nicht farmen. Aber halt dann auch nur für 40 Gold, 50 Gold, 100 Gold, 150 Gold, aber sie gehen weg. Ja, aber Dickel-Dackel-Item, bei denen ich auf meinem alten Server, auf dem Silberne Hand oder Zirkel, diesen RP-Servern, da hast du da mal 2, 3, 4.
dann hast du auf diesen ganzen Terran Mill-Wahnsinn und der Andrenna und Kersak, wie sie alle heißen, hast du auf einmal 15 von den Dingern. Völlig irre. Aber da sind auch über 100, 150.000 Chars. So, und da versuche ich mich mal zu justieren, weil das irgendwie noch eine Nummer größer ist als das, was Argent Token ist, der ja isoliert ist als Rollenspielserver. Und ich dachte, ah, oh, nicht schon wieder Argent Dawn, um zu zeigen, guck mal, das ist ja, das habe ich schon gemacht. Jetzt möchte ich das mal in diesem Wahnsinn sehen. Und wie läuft es denn auf deinem Server? Das würde mich mal interessieren. Wie ist denn so 927, ist jetzt schon einige Zeit her, Dragonflight, so, wie findest du dich in deiner Serverökonomie zurecht? So, ist es mehr geworden, weniger geworden, ist es ausbalanciert, so, wie nimmst du das im Moment wahr von der Spielerschaft, jetzt nur für deinen Verbund? Auch an sich ganz gut, ich habe eine Netherstoff-Tunika für 35.000 Gold verkauft. So, klar, dann gucke ich gleich mal Amantul, gleich mal so. Nee, sehr, aber ich fände das ja gut, denn ich habe schon gehört eben, dass sogar auch auf den kleineren Servern können die Leute stabil ihr Gold machen, also 927 ist echt eine Hilfe gewesen, weil ich rankomme an Materialien, die man sich sonst farmen müsste und vielleicht manchmal gar keinen Bock hat. Oder sie wären früher richtig teuer gewesen. Ich nehme mal das Beispiel Silbererze für 50 Gold, 80 Gold, 90 Gold. So, jetzt fahr mal 50 Silberbarren oder 60. Ja. Das ist möglich, das kann man machen. Aber es ätzt dich total an, wenn du durch die Welt rumfließt und musst gucken, auf welcher Ader ist denn jetzt Silber gespawnt. Also gehst du ins Auktionshaus. So, und früher haben die Leute dann für 50 Barren entsprechend die 4.000 Gold abgedrückt. Ist jetzt im Großen und Ganzen ist auch nicht richtig viel Geld. Ja, durch ein bisschen Questen und Dailies hast du das alles drin. Aber das Prinzip nervt dich, dass du für so einen Barren 80 Gold abdrücken musst für so ein blödes Vanille-Item. So, jetzt gehe ich ins Auktionshaus und sag so, zack, alles klar, wo ist denn das? Und als ich letztes Mal geguckt habe, war Silbererz bei 11, 12 Gold, Diggeldagge. Da überlege ich gar nicht, ja, das kaufe ich, zack, raus, crafte die Silbersachen, die ich haben möchte. Und vielleicht sind silbergeschmiedete Gegenstände, stelle ich für 2, 3, 4.000 Gold ins Auktionshaus ein. Und schon habe ich fetten Profit gemacht aus dem, was ich vorhin an Mats gekauft habe, Exi, und ich musste nicht mal los den Quatsch farmen. Also alle, die gesagt haben, 927 ist ja total doof fürs Gold verdienen, sind... denkt jetzt irgendwie eine Gemeinheit aus oder so. Also manchmal sollte man den Ahnungslosen einfach nicht zu viel Gehör schenken, denn das, was da gelaufen ist und den Untergang des Abendlandes haben alle da schon vorausgesagt und wir beide haben im Goldcast gesagt, Mensch, ist das super. 927 wird eine absolute Bereicherung und rettet viele Serverökonomien und ich habe eine Wahrnehmung dafür, wer am Ende recht hatte. Habt ihr auch so eine Vermutung gewissermaßen? Genau, das sind so zwei Spackos, die im Goldcast sitzen, glaube ich, ne? Also da aber tatsächlich jetzt sozusagen mit Augenzwinkern, ich finde das gerade für die kleinen Server war das eine absolute Rettung. Für manche großen Server, die da ihre Nischen hatten, klar, also glaubt man nicht, dass ich lebendiger Stahl jetzt nochmal für 1.500 Gold verkaufe. Ich habe geguckt, so Arkanitbarren habe ich noch in der Gildenbank liegen gehabt und da hat man noch zum Teil alte Sales-Daten und sowas. Und dann stellst du fest, so die Dinge hat man für 800, 900 Gold verkauft, Arkanitbarren. Guck mal nach, wo es der Preis ist. Heute Morgen waren sie bei 60 oder 70 Gold, weil sich da zwei wieder kaputt gedammt haben. Hunderte Arkanitbarren. Ja, ja. So. Ja, klar, und wenn du jetzt den Markt bedient hast, um das zu Ende zu bringen, so ein Markt mit solchen Barren vielleicht, unter anderem oder gewissen Zeugnissen, die du stapeln konntest. Glyphenmarkt, klar, ist unter die Räder gekommen, ne? Das will ich gar nicht schönreden. Und ich weiß, dass welche gab, die haben bis 927 kam, ihre Marke jeden Monat nur mit Glyphen gehabt. Ein Char, der wirklich Glyphen produziert hat, rein ins AH, easy 4, 5, 600.000 Gold, bis 927 kam. Und dann war das vorbei. Dass die natürlich mich würgen möchten, wenn die sagen, Andreas, was du da für einen Scheiß erzählst am Goldcast, ja, mein Segment ist weggebrochen. Ja, es gibt einige, die mussten den Preis zahlen, aber für alle anderen, für die Casuals unter euch, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Sagt mir nicht, dass das nicht ein großer Vorteil ist, jetzt im Auktionshaus sich alte Blumen, Erze, Barren und Stoffe, Metalle und Teilchen kaufen zu können, die ihr vorher tagelang farmen musstet. Ganz im Ernst. Opportunitätskosten. Opportunitätskosten, das musste jetzt noch sein, gell? Natürlich. Nutzt du das denn? Nutzt du dann den Einkauf? Also farmst du noch selber alles? Oder kaufst du ein fürs Crafting? Wie macht Exi das? Ne, ich kaufe mittlerweile ein. Also, es ist einfach zu gut. Na, sage ich dir ganz ehrlich. Es gibt so gewisse Materialien, die farm ich noch. Aber das ist eher so als Zeitvertreib für mich, gewissermaßen. Aber um jetzt mal ganz zum Anfang zurückzukommen. Also grundsätzlich ist es so,
ich persönlich würde nicht behaupten, dass ich die besten Guides habe oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich habe letztens im Stream eine Erklärung gegeben, die fand ich persönlich sehr, sehr passend. Im Prinzip will eigentlich heutzutage jeder den super und den besten Goldguide haben und was weiß ich nicht, alles in der Richtung. Mir persönlich ist das völlig egal, sage ich dir ganz ehrlich. Weißt du, ich mache mein Zeug, was ich erzählen will, das klopfe ich nach draußen. Wem es gefällt, der kann sich das anschauen. Und wem nicht, ja, mei, der hört sich das halt nicht an. Was ich persönlich aktuell viel, viel interessanter finde, ist halt einfach nur diese Char-Optimierung an sich, beziehungsweise seinen ganzen Account so zu optimieren. Wie zum Beispiel, Exi, ich habe so und so viele Charaktere, was kann ich mit denen antun? Ich habe den und den Beruf, was kann ich damit vielleicht auf der Basis herstellen oder sonst irgendwas? Ich habe meine Garnisonen wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Da habe ich einfach momentan deutlich mehr Spaß dran, weil Dragonflight Goldmaking ist schwierig, wie ich finde. Also nicht direkt schwierig, es ist mit gewissen Voraussetzungen oder mit gewissen Methoden ist es möglich, sich schon seine ein oder andere Million zu verdienen. Aber es ist nicht wirklich schwer. Ich bin zum Beispiel jetzt auf dem Standpunkt, ich spiele einfach nur das Spiel. Ich mach mal hier ein Drachenrennen, ich mach mal da ein Drachenrennen, mach meinen Raid, meine M-Plus-Keys. Von denen habe ich gehört. Ja. Von den Drachenrennen. Ich mache meine Suppen-Events und was weiß ich nicht. Also ich spiele quasi einfach nur das Spiel. Wenn da mal ein Erz ist, nehme ich das mit. Wenn da mal ein Kraut ist, nehme ich das mit. Verarbeite das, baller ins Auktionshaus. Andreas, ich mache circa eine halbe Million im Monat. Einfach nur dafür, dass ich das Spiel spiele. Also. Na gut, gehört vor mir, ich habe mir gar nicht bewusst, die Marke ist bei 350.000 plus schon, also ein bisschen teurer geworden. Allerdings gehen die Raids ja erst noch los, ne? Also dann wird wieder, denke ich mal, Gold gekauft von Geld. Jetzt ist es ja andersrum, dass jetzt tatsächlich Gold rauswandert. Marke wird gekauft, dadurch wird sie teurer. Aber wenn du anderthalb Marken durchs Spiel spielen machst, sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte. Also Casuals, die sich auf ein, zwei Class konzentrieren. Normalerweise sind die 350.000 Gold. Wenn ihr von Anfang an Dragonflight gespielt habt, können jetzt nicht so die Hürde sein, oder? Wie siehst du das? Wie ist es bei denen im Stream? Also äußern die Leute Probleme oder ist es eher so, wie kann man skalieren und wie kann man weiterkommen und wie kann man das noch ausbauen, was du gerade angedeutet hast? So, ich habe noch 3-4 Chars über, Exi, was mache ich? Die stehen da gerade so rum, soll ich die noch leveln, was mitberufen? Lohnt sich 5-mal Transmute und sowas? Das sind wahrscheinlich so Fragen, ne? Ich habe Vorzeigebeispiel. Anfang März kam zu mir jemand in den Stream und meinte, hey, Diablo 4 kommt bald raus. Na? Und ich möchte mir das gern von WoW Gold holen. Kannst du mir da einen Tipp geben? Alles klar. Und dann sage ich, okay. Ja, du, ist überhaupt kein Problem, mache ich. Erzähl mal, was hast du denn für Berufe? Was hast du denn für Charaktere? Na? Etc. pp. Wie viel Zeit hast du? Ja, und dann kam nur, Charaktere habe ich ungefähr 12, Zeit habe ich unbegrenzt und Berufe habe ich alle. GG easy, sagt der Lateiner da. GG easy. Ich hab ihm ein paar Tipps gegeben. Ja, hab gesagt, hier, du kannst deine Char-Struktur beispielsweise ausbauen, du kannst die ganzen Weeklies in Dragonflight mitnehmen. Unter anderem, du kannst zum Beispiel Item XYZ farmen, die Handwerksmaterialien oder welche Handwerksmaterialien bestimmt gut gehen. Die Shuffle-Methoden, die letzten Verbleibenden aus Dragonflight, habe ich noch mit erklärt. Und Ende des Monats kam dann die Person zu mir wieder in den Stream und gesagt, ich habe mein WoW-Abo jetzt gekündigt. Dann sage ich, oh, was los? Alles klar. Keine Lust mehr. Nur ich habe das Gold zusammen. Ich habe mir jetzt Diablo geholt, ich warte noch auf den Release. Ich so, okay, alles klar, herzlichen Glückwunsch. Cool, ja, sehr schön. Es ist, wie gesagt, ich bin da, meinungstechnisch bin ich da eigentlich ganz bei dir. Dragonflight ist an sich eine sehr, sehr schöne Erweiterung geworden. Es spielt sich unfassbar, ich habe furchtbar viel Spaß in dem Spiel. Aber Goldmaking macht mir in Dragonflight persönlich nicht so viel Spaß, sag ich dir ganz ehrlich, weil viele Aspekte zu sehr oder zu stark vorhanden waren und manche gefühlt gar nicht. Zum Beispiel, ich habe dir ja auch damals diesen Vorabzugriff für mein Dragonflight-Spreadsheet gegeben, wo zum Beispiel diese ganzen Shuffle-Tabellen drin war, wo dann berechnet wurde, hey, verkauf das und was weiß ich nicht, alles in die Richtung. Die haben Tag 1, haben sie die genervt. Es gab anfangs keine Vendor-Shuffles. Gab es nicht. Weil alles, was du hergestellt hast,
hat auf einmal nur noch Sales von 1-2 Gold oder so beim Händler gebracht oder so in die Richtung. Das bringt nichts. Items, die auf der Beta 60, 70, 80 Gold gebracht haben. Das ist halt einfach nur ein Witz. Wenn das Shuffeln war von Anfang an nicht möglich. Der erste Shuffle, der kam, war Frostbrandwildstoff auftrennen und dann die Spulen und den tobenden Frost, der da rauskam, im Auktionshaus zu verkaufen. Das lief gut. Ich habe so viel Gold damit gemacht. Oder, okay, oder der Klassiker, Andreas. Ne? Einfach 10 tobende Elemente aufgekauft, ist ein erwecktes Element umgewandelt und das erweckte. Ich habe, weiß nicht, ich glaube, ich habe 3,5 Millionen oder so in der Richtung. Nur mit diesem tobende Element in erweckte Element. Das ist pervers gewesen. Die Leute haben teilweise, die haben erweckte Ordnung für 7500 Gold das Stück im EU-weiten Auktionshaus vertickt. Na, und ich habe für, ich glaube, 2900 oder so, habe ich die einzelnen Teile eingekauft. Das war absolut unglaublich. Ja, das ist echt unglaublich. Also. Ja, aber es war, also wie gesagt, an sich bin ich ein großer Fan von dem EU-weiten Auktionshaus an sich. Es bringt ein paar Schwierigkeiten mit sich. Was ich persönlich sehr, sehr störend finde, ist, wenn du zum Beispiel bei dir auf dem Server anfangs jemanden hattest, der zum Beispiel Baitstacks reinstellt. Ne? Also sprich, hey, ich nutze jetzt das Auktionshaus, ja, beziehungsweise ich setze jetzt, sagen wir einfach mal, keine Ahnung, widerstandsfähiges Leder ist für 6 Gold drin, ich setze jetzt ein widerstandsfähiges Leder für 1 Gold rein, alles was nachgesetzt wird, kaufe ich raus, ne, und mache dann 5 Gold pro Item Gewinn. Super Methode, habe ich selber oft genug gemacht. Ich habe es damals den Leuten empfohlen und so weiter und so fort. Natürlich, natürlich. Wenn das aber bei dir auf dem Server 1-2 Leute machen, ist das kein Problem. Wenn du aber im EU-weiten Auktionshaus sitzt und das machen gefühlt hunderte Leute zeitgleich, dann spinnt das Auktionshaus irgendwann einfach total rum. Und das war einfach nur nervig. Was bis heute auch noch nervig ist, ist, dass wenn du zum Beispiel gecraftetes Schmiedegier, das kann ja mehrere verschiedene Item-Level haben, je nachdem, auf welcher Qualität du das Zeug herstellst. Mhm. Wenn du seltenes Gear, sprich blaues Gear, ins Auktionshaus ziehst, um es zu verkaufen, dann wird dir automatisch der Preis vorgeschlagen, für was das Item auf dieser Gegenstandsstufe im Auktionshaus schon gelistet ist. Sprich, wenn da ein 3,33er Plattenhelm drin ist für 500 Gold, aber der 3,46er Plattenhelm ist für 1000 Gold drinne, springt der Preis, den das Auktionshaus dir vorschlägt, automatisch auf das Item für deine Stufe. Alles tutti. Machst du das bei hergestellten Handwerkergear, ne, also hier Berufsausrüstung, tut es das nicht. Und das ist unfassbar nervig. No? Du, wenn ich daran denke, kriege ich schon wieder die Hasskappe. Da gibt es Leute, die achten da nicht drauf. Na, weil manchen ist es vielleicht auch nicht bekannt oder es ist ihnen egal oder sie dumpen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber wenn du da zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Nudelhölzer für Kochkunst auf 3,46 gelistet hast für 1000 Gold das Stück und dann kommen die ganzen anderen Item-Level, das skaliert im Preis damit nicht runter, dann kommt einer her und setzt ein 3,46-Item für 100 Gold rein. Habe ich übrigens auch sehr, sehr viel Geld mitgemacht. Die Leute, die darauf nicht geachtet haben, dann zu snipen, rausgekauft, für meinen Preis wieder rein, gewinnen. Mhm. Also, es ist, Dragonflight Farming an sich ist einfach nur Masse und Open-World-Farms und 2x4-Farms gewesen. Das ist ja anfangs, wie immer, eigentlich durch die Decke gegangen. Und ansonsten ist es eigentlich nur langsames und konstantes Gold. Jetzt mit Patch 10.1 durch die Zaralek-Höhlen und die Änderungen bzw. die Anpassungen der Weekly Quests ist es jetzt aktuell zum Beispiel möglich. Warte, lass mich kurz durchrechnen. Ich glaube, du kriegst pro Charakter um die 8.500, 9.000 Gold pro Woche, nur dass du die normalen Weekly-Aufgaben spielst. Das musst du dir eben auf der Zunge zeigen. Ich glaube, ich muss doch einen Charakter vielleicht doch durch Dragonflight abprügeln. Ja, also, du, Andreas, lässt man echt Gold liegen, ne, wenn ich das so höre. Das ist ja. Ein Drachenrennen bringt 500 Gold. Ne? So, du hast 4 Drachenrennen auf den Dracheninseln, ein fünftes auf der verbotenen Insel und 2 in der Zaralek-Höhle. Das sind 3.500 Gold für den ersten Weltquest-Zyklus von Mittwoch bis Samstag. Von Samstag bis Mittwoch resetten die Weltquests und dann hast du wieder 7 Drachenrennen, wieder 3.500 Gold.
Ne? Dazu 1500 Gold für die Niffen, also jetzt wird das für die neue Fraktion aus 10.1 für die Weekly. Ja. Es ist furchtbar einfach, du musst nur die Zeit reinstecken. Wenn du dann halt, du lernst die Rennen ja irgendwann auswendig. Du weißt, wie du am schnellsten deine Weeklies abschließen kannst. Ne? Ich meine, es ist furchtbar einfach. Nimmst du auf dem Zwischenweg noch ein bisschen die Erze mit, wie auch immer. Ich habe jetzt gerade heute ein kleines Social Experiment. Ich habe heute ein Video auf meinem YouTube-Kanal gepostet. Auf einem Sonntag, Nachmittag. Ja, ich war voll irritiert. Ich dachte so, Exitus, dann habe ich ein neues Video hochgeladen. Und dachte, okay, ja. Ja, es war so ein kleines Experiment. Wie schnell kann ich ein Video aufnehmen, einsprechen, bearbeiten und bla bla bla. Ah ja, okay. Ja, hat etwas mehr als eine Stunde gedauert. Das kriege ich, glaube ich, schneller hin, aber das war okay. Aber der Farmspot ist super, Andreas. Du kommst gar nicht hinterher mit dem Erze und Kräuter abbauen und diese neuen... Ja, hast du gesagt, ne, in dem Video, dass das gerade für Sammelcharaktere, dass es sich da richtig mal lohnt, ne? Oft haben wir viele Produktionsberufe und dieses Doppelsammeln... Dachte man so, naja, weil die eben 927, die Preise sind im Keller und ist auch durch Reddit und vergesst es, nehmt eure ganzen Class, die Materialien sammeln, vergesst es, ja, schafft Bergbaukunde, Abquarterkunde, nehmt lieber Produktionsberufe. Und Exitus und ich haben bei sowas ja immer gesagt, total lieb und defensiv, hört nicht auf diese Idioten, Punkt. Hört nicht auf, das ist einfach Bull, Pum, Pum, Punkt. S-C-H-I-T. So, auf keinen Fall, ja. Lass sie im Zweifel stehen, aber gib nicht schon mal hochgeskilltes Kräuterkunde Bergbau auf. Vor allem nicht jetzt in diesem neuen Content, wenn sich das ja lohnt. Und also in wie vielen Guides und auch Streams von Leuten, die sagen, sie haben auch Goldcaps gefarmt. Nö, sammeln ist, bringt gar nichts, totaler Quatsch und so. Ja, aber wenn ich irgendwie auf 390 Millionen hocke, ja, na klar, dann farm ich das Auktionshaus, dann verlasse ich das AHA nicht mehr. Logischerweise, da machst du das meiste Gold, da brauchst du doch keinen Fuß mehr vor die Tür setzen, es sei denn, du baust die Crafting-Prozesse aus. Aber für die Casuals, unsere Zielgruppe, diejenigen, die sagen, wie sieht's aus, ist genau das, was du vorhin in dem Video nochmal, da musste ich so grinsen, als du gesagt hast, ja, und übrigens da ist jetzt Kräuterkunde und Bergbau, durch die Dichte der Erzadern und der Blumen und so weiter, musste ich so grinsen und dachte, ha, touché. Ne? Wieder mal das Thema, hört nicht auf die Leute, die euch irgendwie erzählen, lasst das Gathering sein. Nee, im Gegenteil. Ja, also... Ich sag mal, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man die ganze Sache sieht. Aber du musst halt auch einfach die Goldmaking-Community, sage ich mal, einfach in gewissen Sparten unterscheiden. Mir persönlich ist es halt... Es gibt die Sammler. Ja. Exi, kennst du also alle, die Albion Online kennen? Das, also dagegen ist WoW ein Witz. Also jeden Grind, den ich jetzt habe, und deswegen spiele ich jetzt mit diesen Chars, ich habe ein paar Tage Albion Online gespielt, dagegen ist das hier, also ich sag mal Timeless Proto-Drake, also das ist ungefähr dann auf dem Niveau, ja, also was man sich da antun muss. Wir reden über Monate, um Crafting-Berufe auszubauen und Sammelberufe, Monate. Und unter diesem Aspekt ist World of Warcraft wirklich harmlos und ich komme deswegen drauf, weil es die Sammlerinnen und Sammler gibt, die haben richtig Bock, die angeln gerne, die sammeln gerne Erze und Blumen und Kirschen, dann so, die gibt's und die wissen natürlich, dass sie damit nicht das meiste Gold machen, aber für die ist genau dein Video jetzt die Bestätigung, cool, ich kann mich ein bisschen austoben und ein bisschen jetzt was machen und das jetzt mitnehmen in dieser Phase. Ja, wie gesagt, ist auch völlig fein. Es gibt Leute, die stehen 24/7 am Auktionshaus, beziehungsweise die kaufen auf, verkaufen teuer. Habe ich auch gemacht, ja. Ja, natürlich, ja, klar. Das will ich nicht. Haben wir alle diese Phasen mal gemacht, ne? Hast du auch gehabt. Ja, klar. Ne? Deine Camping-Sessions, da haben wir uns nebenbei geschrieben und da haben wir gesagt, so, das Auktionshaus PvP haben wir Exi und ich uns ausgetauscht und so weiter und schön geflucht und uns dann lustig gemacht über die Leute, die Nerven verloren haben und so. Die Phasen hatten wir beide ja auch, ne? So, aber das kann halt auch ausbrennen mit der Zeit, ne? So. Ah, ich will gar nicht sagen ausbrennen, aber weißt du, dass das Ding an der ganzen Sache ist, du kannst es im Prinzip vergleichen, du gehst quasi, was weiß ich, in deiner Freizeit gehst du Sport machen oder gehst Fußball spielen, dann spielst du mal Tennis, wie auch immer, irgendwann bleibst du auf einer Sportart hängen. Na? Und für mich ist einfach, ich mag diesen Casual-Aspekt halt. Ich will einfach rausgehen, irgendwas sammeln und das verticken oder so in Richtung. Ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf Server X einkaufe, das auf meinen Server transe, dass ich Millionen damit machen kann oder so in der Richtung. Aber das will ich nicht. Ich habe genug Gold, ich brauche nicht noch mehr. Es kommt durch mein normales Spiel tatsächlich wöchentlich bzw. monatlich ziemlich viel rein. Mehr als bei sehr, sehr vielen anderen. Auch mehr als bei langjährigen Mitgliedern in der Community oder sonst irgendwas in der Richtung. Weil du halt einfach diese Expertise hast. Aber ich sage ja auch grundsätzlich, orientiert euch nicht an meinen Zahlen, genauso wie Andreas das über sich sagt. Jeder sucht sich da seinen eigenen Weg und im Endeffekt, solange ihr damit zufrieden seid, ist das auch völlig fein. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich möchte einfach nur
Dragonflight spielen und vielleicht ein, zwei Abende in der Woche mal gemütlich in der Gegend rumfliegen, mir eine Serie anschauen und ein bisschen Erzekräuter oder Lederfarm gehen und meine 50k in der Woche rausziehen. Und ihr schafft das, dann ist das super. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann kann auch völlig egal sein, ob ich das Zehnfache in der Woche daraus ziehe oder in einem Monat daraus ziehe. Das ist doch völlig egal. Ich weiß nicht, warum man da grundsätzlich irgendwie. Das ist halt das, worauf ich hinaus will. Manche Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen, die schauen dann immer auf die anderen herab, obwohl das eigentlich völlig unangebracht ist, wie ich finde. Genau. Ich mache lieber für die Casuals Content. Da bin ich glücklich. Gewissermaßen. Haben wir es geht ja genau um den eigenen Ziel, den eigenen Weg, ne? Da das Mindset, kenne die Möglichkeit, ne? Ist ja genau das Motto. Und einfach sich ein bisschen ausprobieren und Spaß hat halt keinen Parameter, ne? Oder kannst du nicht operationalisieren, sag ich immer, du kannst es nicht messbar machen. Spaß ist immateriell, wenn du Bock hast, halt irgendwie zu angeln. Und das macht dir mehr Spaß und darauf verzichtest du in der gleichen Zeit, ja, darauf vielleicht eine 10.000, 15.000 Gold woanders zu machen. Ja, und? Es ist doch nur ein Spiel, oder? Also am Ende ist es doch echt nur ein Spiel und ein Hobby. Und diejenigen, die Brechstange brauchen, weil sie WoW nicht anders spielen können, ohne diese 13 Euro, es ist gerade in diesen Zeiten, das ist so, das ist nervig und das kann dann in Stress ausarten, aber wenn man genug Vorlauf hatte, dann ist es immer spannend nachzuvollziehen, warum packt jemand nicht 300, 350.000 Gold im Monat? Und meistens ist es dann die Spielzeit, das kann man nicht heilen, wenn ihr nicht die Zeit habt. Alles andere, wenn ihr die Methoden braucht, ich sage, also Gold verdienen ist kein Glück, das ist Methode, das zeigen wir euch hier seit Jahren. Und genau diejenigen Spielerinnen und Spieler sind ja auch in deinen Streams jederzeit willkommen, was ich bei dir halt einfach auch schon cool finde. Du nimmst dir dann die Zeit, ne? Wenn man ja mit reinkommt und dann manchmal geht das im Chat ja auch unter und sagt, du Exitus und so, ich bin hier neu und ich würde mal gern wissen, fände ich halt bei dir einfach so mega, du pickst genau die raus und sagst, ne, hallo, hallo Reike, willkommen im Stream, pass auf, so und so, stell deine Fragen, was brauchst du, du hast unseren Discord, ja, also nicht nur, das ist jetzt nicht dieses Fingerpointing auf uns, weil wir so toll sind, sondern das trägt auch die Community im Wesentlichen mit, ne, also wie viele mit Tipps zur Hand sind, mit Ideen, mit Vorschlägen, mit Ratschlägen, die Leute unter die Hände nehmen, diesen Community-Gedanken. So, das seid ihr letztendlich, die jetzt hier zuschauen und uns hier zuhören und lauschen. Ihr seid also Teil des Erfolgs. Ja, wenn andere Erfolg haben und sagen, ey, ich habe das jetzt verstanden, wie ich Gold verdiene in der World of Warcraft, das ist ein Community-Erfolg und nicht der von Exitus oder der von Andreas. Im Gegenteil, sondern wir sind so die Wegweiser. Ja, Guides, ne? Wir machen Gold-Guides. Und was ist ein Guide? Das ist ja ein Wegweiser mit so einem Schild, der sagt, hier lang gehen, da lang gehen, da lang gehen. Such dir die Strecke aus, auf die du Bock hast. So. Und am Ende berichtest du und schreibst uns von deiner Postkarte und sagst, Mensch, das war richtig super hier. Habe jetzt richtig Gold verdient. Danke für eure Guides. Ruf mich nie wieder an. Tschüss. So, von der Ecke. Super, ne? Aber ich bin wieder im nächsten Stream dabei. Ja, das ist halt genau das, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Kollegen, der da wirklich in einem Monat sein Gold für Diablo zusammenbekommen hat, zum Beispiel. Ja, mega. Also, das ist coole Erfolgsgeschichte. Ja, das ist im Prinzip genau das, worauf ich es abziele. Weißt du, manche Leute kommen auch in den Stream und sagen, hey, ich kenne dich nur von YouTube. Oder jetzt gerade heute unter dem Video hat auch einer geschrieben, ich habe meine erste Million zusammen. Weißt du, dafür setze ich mich quasi hin und mache das. Mega, ja. Weil, genau, also ja. Das zeigt ja, dass das funktioniert, was wir erklären. Also andersrum wäre das tragisch, wenn wir beide jetzt sagen, sag mal, Exi, das ist jetzt hier Vorgespräch Goldcast 42, sag mal, ich habe jetzt meinen Kanal ja im Herbst jetzt auch schon fast 6 Jahre. Du, ich kenne noch nicht die mir gesagt haben, du, ich habe echt gutes Gold verdient durch deine Tipps und deine Ideen. Ich habe richtig Gold verdient und Impressionen mitgenommen durch eure Goldcasts und eure Streams. Du, ich bin verzweifelt, wie ist denn das bei dir? Das wäre tragisch. Das ist ja andersherum, dass viele, die eher still sind, die stillen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem dann so eine Flüsternachricht schicken, gar nicht öffentlich, gar nicht im Stream, sondern einfach so nur privat und sagen, pass mal auf, ich wollte nur mal sagen, letztens war es übrigens auch ein Kollege von in unserem Unternehmen, aber in der 5000 Leute und da schreibt mich ein Kollege an, sagt Andreas, du weißt es nicht, ich bin ein Kollege von dir, wir haben uns schon mal gesehen, du kannst dich an mich nicht erinnern, aber pass auf, ich spiele nebenbei mit meiner Frau World of Warcraft. Dank deiner Guides und übrigens auch Goldcast-Hörer, ja, also hier, ne, ich hoffe, ihr seid heute wieder dabei. Oh, hi. Die Marke ist kein Thema für uns, für mich und meine Frau. Wir müssen jetzt, und da war es gar kein Geldthema, arbeiten beide Vollzeit, sondern das Prinzip zu sagen, ich möchte Gold verdienen und das als Wertschöpfungssystem spielen, wie wir als Wirtschaftssimulation. Ich möchte das Prinzip nicht diese 13 Euro zahlen, sondern ich möchte mir das verdienen.
Und die haben durch unsere Guides, durch die Tipps, die ganzen Geschichten so viel mitgenommen. Ich kriege bei dir und bei mir, sehe ich, dass Leute sagen, wir spielen ganz andere MMOs. Aber wir schauen euch, weil diese Tipps, die ihr zur Ökonomie gebt und dieses Mindset, das kann ich in anderen Spielen nutzen. Exi, das finde ich so cool, das finde ich so geil. Das ist total toll. Dieses Feedback bringt uns viel mehr als der nächste Run hier zum Briefkasten und so weiter, weil das ist nur virtuell. Der Rest ist so eine persönliche Resonanz und deswegen macht uns das ja umso mehr Spaß, hier zu sitzen und auch für euch, mit euch zu quatschen, auch wenn wir beide, Exitus und ich, uns unterhalten, aber wir haben euch ja immer hier im Gepäck virtuell gedanklich dabei, ne? Ja, das ist richtig. Hauptsache irgendwas von dem, was wir in unseren einzelnen Videos reden oder hier gemeinsam. Solange es jemandem hilft, mache ich das auch weiter. So sage ich das eigentlich grundsätzlich immer. Und es macht halt auch furchtbar viel Spaß. Und hey, ich kann mal wieder mit Andreas zusammen quatschen. Das ist auch. Ja, das ist schon viel zu, ne? Wie gesagt, wir sind ja die private Planung diesen Sommer, das machen wir isoliert davon. Mhm. Wenn sich das ergibt, hauen wir einen spontanen Goldcast. Ja, ich sage mal, so ein Livestream, das wäre es eigentlich, ne? Gar nicht vorbereitet, wird einfach der Stream angemacht. Das haben wir ja schon mal vor 3 Jahren oder was, das war vor Covid noch, für diesen ganzen Covid-Wahnsinn. Ja, wurde bei uns da haben wir doch euch besucht und was. Ja, da hast du, ich habe gestreamt und als dann der Intro-Bildschirm weggehen, saß halt einfach du da. Ja. So, ja, genau. Genau, gesagt, da sitzen auf einmal zwei. Nee, das ist nur Andreas. Genau, der müsste nämlich auch mal zum Fitnessstudio wieder und Sport machen. Aber davon abgesehen, genau, ne, ich nehme Gold zu wenig, Kilo zu viel, oder wie war das? Aber hat der Kollege, das interessiert mich noch, der gesagt hat, er hat jetzt das Abo gekündigt und konnte sich jetzt Diabolo leisten. Ich habe übrigens auch diese 99 Euro Edition schön vom Blizzard Guthaben aus Frust, als meine Accounts gebannt waren. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Mantel des Tuches, Blizzard hatte ja kommentarlos dann in Band nach 6 Tagen. Und ich bin, das ist ein Thema für einen anderen Goldcast, so ein bisschen zum Thema Mechaniken, Social Mechaniken. Ich bin dafür, dass das Report Abusing eine Konsequenz hat. Also wenn jemand gemeldet wird, unberechtigterweise, und manche machen es aus Prinzip, das nenne ich immer KOS, das ist dieses Kill on Sight, ist so ein geflügeltes Wort, dass manche dich aus Prinzip melden. Ich finde, das sollte Konsequenzen haben. Also die das gemacht haben, die gesamte Gruppe sollte schön ebenso 6 oder 7 Tage komplett ihren Zugang zum Account verlieren. Und dann wollen wir mal gucken, ob die das nämlich auch noch so witzig finden. Dann ist es unsoziales Verhalten, was da gelaufen ist. Aber das ist der Blick zurück, ne? So, ich finde, dass mir wird zu einfach reported und organisiertes Reporting, und es war organisiertes Reporting, ich finde, das sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also Sorgfalt und Sozialverhalten fängt auch da an, wenn du guckst, ob du jemanden einfach meldest wegen Cheating und so einem Blödsinn. Ne? Ich finde das nicht in Ordnung. Und das ist aber ein anderes Thema. Das können wir so mal besprechen nach dem Motto, wie könnte man die soziale Interaktion, ne? Auch manche Chats und was manche Leute am Schreiben und sowas. Ist immer schwierig. Könnte man ja theoretisch mal ein separates Video machen, wo wir zwei einfach mal drüber quatschen oder so. Halt fernab vom Goldcast oder so in der Richtung. Wäre ja auch mal eine Idee. Ja, klar, gerne. Dann können wir gerne mal drüber quatschen, weil ich persönlich bin nämlich der Meinung, dass das nicht so gut wäre, wenn das quasi Backfire geben würde, sozusagen. Weil das Problem ist halt, wenn du das System in diese Richtung abusen kannst und das automatisch funktioniert, wenn dann zum Beispiel ein Spieler halt es wirklich gut meint und der Meinung ist, zum Beispiel Bots zu reporten, und das sind dann keine, würde er wahrscheinlich sich in der Situation befinden, wenn es zu Unrecht gebannt wird für einen gewissen Zeitraum, so, hey, ich wollte doch nur was Gutes tun oder so in der Richtung. Na. Ja, man kann ja Eskalationswellen einbauen, ne? Also dass man eine Verwarnung kriegt, einfach ohne so, einfach so sagen, pass auf, ne, wir haben festgestellt, du hast das Report-System hier gebraucht, ne? Aber das ist ja zum zweiten Mal hintereinander so falsch gelegen. Bitte mehr Sorgfalt, erste Verwarnung, ne? Und dann gelbe Karte und dann von mir aus ein Orange, ne? Denn, ja, aber das können wir an anderer Stelle mal besprechen. Also man kann das ja abmildern, also dass sofort der Stecker gezogen wird, ist nicht in Ordnung. Andersrum können wir auch über die Art und Weise, wie Blizzard kommuniziert und nicht kommuniziert, darüber kann man dann auch mal reden. Ich habe Verständnis für manche Sachen, vor einigen in der Kommunikation. Das ist eine große Irritation, gerade wenn man hier 1,5 Jahrzehnte hier die Accounts hat und hat ja auch wirklich unfassbar viel Stunden Lebenszeit und auch Geld investiert in die ganze Geschichte über die ganzen Jahre. Bin ich sehr, sehr irritiert. Also das ist ein komisches Verhältnis zwischen, aber sieht man ja, sind wir Kunden? Eigentlich sind wir nur Lizenznehmer.
Das ist nochmal so eine Geschichte generell vielleicht. Vielleicht fällt uns das Thema noch, kann man das Thema noch so ein bisschen ausweiten, was andere Facetten angeht. Ja, klar. Aber genau, ich wollte fragen, genau diese Diablo, deswegen kam ich drauf, dieses Diablo finanziert. Was war denn das, was dem Kollegen am meisten Gold brachte? Also gab es so eine Technik oder bestimmten Beruf oder eine bestimmte Art und Weise des Farmens oder durch Mission oder durch das Auktionshaus oder durch Dailies? Hat er gesagt, was am meisten Gold gebracht hat am Ende? Was da der Blockbuster war? Das würde mich mal interessieren. Leider nicht. Das wäre auch interessant gewesen, aber wir haben nicht wirklich darüber gesprochen. Okay, alles klar. Also war sozusagen nur die Erfolgsmeldung und ansonsten okay. Aber du hast es dir also auch geholt, ja? Also die Diablo. Ich habe das auch, genau. Ich habe die, genau, das war tatsächlich ausgerechnet, dieser Frustkauf in der Situation. Da ja. Naja, wenn ich meine Accounts irgendwie verliere, was machst du dann eigentlich noch mit dem, was du im Battle.net-Guthaben hast und dann... Die ist eigentlich bescheuert, ne? Eigentlich würde ich sagen, der Blizzard kann mich dann mal, aber letztendlich ist es dann aus der Emotion, aus dem Frust heraus, ich habe die Accounts auch alle wieder, alles in Ordnung. Und insofern habe ich genau die Diablo 4, diese große Edition mit diesem Vorabzugang eigentlich auch total, also wer dafür echt Geld bezahlt hat, wirklich 100 Euro oder 99 Euro ausgibt, nochmal 20 Euro mehr für 4 Tage mehr Vorabzugang, wow, kann ich da nur sagen. Bei mir oder ne, bei anderen war es vielleicht das World of Warcraft Gold und damit gespielte Zeit. Aber Exi, 100 Euro für eine Ultimate Edition und das ist ja nicht das Ende, das ist ja nicht Pay-to-Play. Die bauen ja noch so ein seasonales System ein und so weiter. Und dann gibt es richtig auch das Battle Pass System, was auch nochmal Geld kostet, so wie Marvel Snap das jetzt unter anderem ja auch macht und solche Geschichten. Ja, also das Ding wird monetarisiert. Ich glaube, dagegen wird sogar, also ob die nicht mal nochmal an World of Warcraft vorbeiziehen. Ich bin mal gespannt, was sie für Monetarisierungsmodelle aus dem Hut zaubern. Und wie schätzt du den Hype ein? Also ist das, das ballern wir 3-4 Wochen und dann sind wir alle wieder in der World of Warcraft. Sie wollen das ja MMO-like aufbauen. Das ist nicht wie Diablo 3. Das ist richtig mit Quest-Hubs. Das ist richtig mit Hauptstädten. Was ist mit Handel, Thema Berufe, also mal gucken, ne? Also da gibt es ja so ein paar Ideen, wir haben auch noch nicht alles gesehen, sie haben ja gesagt, hier in der Beta, das ist nur so ein Snapshot, da kommen noch sehr viele Systeme dahinter. Ich befürchte brutalen Grind, das ist okay, Diablo ist immer so ein Grind, aber ist dann Selbstzweck, also ist er wirklich eine Erweiterung, ja, und ich bin ein bisschen ernüchtert durch Dragonflight, das Berufssystem, wir haben uns ungeheuer viel versprochen. Dann kam der Realitätscheck und den befürchte ich, mein lieber Exi, bei Diablo 4 auch, dass das unfassbar großer Timesink ist. Also für manche Leute halt ein zweiter Job, wenn es dann passt. Das wird dann vor allem für die Leute, die Content machen, sein, weil du das 16 Stunden am Tag ohne Probleme spielen kannst und bist nicht durch. Aber Zielgruppe Normalos und Casuals, da bin ich mal gespannt, wie sie die Systeme, Catch-up-Mechanismen einbauen. Denn sie wollen die Leute ja dazu bringen, ich weiß gar nicht, ist es ein Monatssystem oder ein Quartalssystem, neuen Battle Pass dann zu kaufen, ne? Das heißt, du brauchst auch die Zeit, um da ja die Inhalte freizuspielen. Und da habe ich im Moment so meine Zweifel. Oh, ich lasse mich da überraschen, sage ich ganz ehrlich. Ich bin grundsätzlich einer, ich habe jedes Diablo gespielt. Ich bin ein großer Diablo-Fan, was das betrifft. Aber storyweise. Dieser ganze Aspekt von, yay, ich habe das Spiel durch, jetzt spiele ich es nochmal auf einer höheren Stufe und dann auf einer höheren Stufe und dann nochmal ein bisschen. Das hat mich nie gejuckt. Ich habe es vielleicht nochmal auf Albtraum oder vielleicht auf Hölle durchgespielt, aber das war es dann auch. So tief stecke ich in Diablo nicht drin. Ich möchte einfach nur... Ich wollte gerade sagen, das ist noch das Alte. Die Rift-Systeme, dann hast du die Rift-Systeme wahrscheinlich mit den ganzen Gems, die man leveln kann und so weiter. Das hast du wahrscheinlich gar nicht mehr. Alles klar. Nein. Okay, habe ich nicht mitgemacht. Okay. Ich habe auch in Diablo 3 nicht einen Season Pass gespielt oder sonst irgendwas in der Richtung. Weil es mich einfach nicht juckt, sage ich ganz ehrlich. Ich mag Diablo für die Story an sich. Bin ich großer Fan von. Aber dieses, warum soll ich zu jeder Season einen neuen Charakter anfangen, den wieder auf die höchste Stufe ballern und dem wieder neues gehen? Nö, hab ich gar keinen Bock drauf. Also das, was ich am meisten gesuchtet habe, war D2. Das hat, glaube ich, von allen Diablos die höchste Spielzeit bei mir. Da weiß ich noch, wie ich damals immer bei meinem besten Kumpel übernachtet habe. Wir haben Diablo 2 gezockt, wir haben uns Hardcore-Charaktere gemacht, so nach dem Motto. Die LAN-Partys. Ja, genau, so nach dem Motto, wenn du tot bist, bist du tot. Aber bei Diablo 2 konntest du die Hardcore-Charaktere ja noch cheesen. Ne? Weil wenn du dir nicht sicher warst, ob du den folgenden Run überlebst, bist du einfach ins Verzeichnis gegangen, hast eine Kopie von deiner Save-File gemacht und wenn du gestorben bist, hast du die alte gelöscht. Oh, Logify, ja, alles klar, okay, ja.
vielleicht Schlingel. Das ein oder andere Mal gemacht, ich weiß es nicht. Das ist schon ein paar Jährchen her. Nee, aber ja, wie aber gesagt, zwei Jahrzehnte. Ich gehe da völlig blind und ohne Erwartungen rein. Ich habe die Beta gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es zum Server Slam schaffe. Ich wollte eigentlich ganz gerne. Ich werde bestimmt auch während des Server Slams jetzt am 12. ist das, glaube ich. Vielleicht sogar dieses Wochenende, je nachdem, wann der Goldcast hier rauskommt. Das weiß ich noch nicht genau. Werde ich es bestimmt auch einmal streamen. Das Problem an der ganzen Sache ist, der Release von diesem Server Slam fällt zeitgleich auf das Wochenende, wo das neue Zelda rauskommt. Und wenn das neue Zelda rauskommt, sieht man nicht für gewöhnlich. Alles klar, ja. Schwierig. Ja, ist auch mal gut. Ja, es ist, wie gesagt, man kann ja mal, ich hatte jetzt in meiner Auszeit gezwungenermaßen, aber man kann auch mal ein paar Tage mal was anderes spielen, außer World of Warcraft. Und wie gesagt, Diablo 4 Live kommt im Juni, 6.6. passenderweise. Ja, also wen interessiert das Server Slam? Ich bitte, also weißt du, das ist nur um mitzumachen, aber es wird eh alles gewiped danach, das ist egal, spiel mal dann Zelda. Das mal was ganz anderes, Diablos noch genug Zeit. Und wie gesagt, das sind so, wir haben immer gesagt, was kann man mal so zu zweit spielen? Eine Runde Division 2 vielleicht oder eine Runde Diablo 4, da können wir dann mal so eine Session, kann man ja auch mal abseits des der normalen WoW-Streams. Machen wir so einen Koop-Stream an und spielen einfach mal zu zweit, so ganz noobig, einfach aus Borg, ohne Ehrgeiz, ja, ohne Progress, einfach just for fun. Das ist dann auch mal anderer Content. Ja, können wir uns ja auch mal angucken. Also das ist doch mal eine Idee. Exi und Andi toben da durch die Division 2 oder, also wie gesagt, ich spiele das auch nicht auf dem High-Level. Ja. Und das ist ja auch Entertainment-Faktor, da zwei Leuten, die eigentlich in der WoW ganz gut unterwegs sind, dann planlos. Schon so einmal, da sind wieder totale Casuals. Einmal von vorne anfangen, Division 2, mal für ein Stündchen oder so. Ja, können wir ja mal gucken. Ja, genau, das ist echt weg. Also allein die Idee, wir beide Division 2, was so nichts zu tun hat, echt so ein Shooter, so ein Loot-Shooter. Eigentlich wäre das total geil, weil man denkt, hey, was machen die? Ist das jetzt gestellt? Das sind hier Deepfakes. Das sind doch Exitus und Andreas Deepfakes. Die spielen doch hier nicht Division 2. Eigentlich wäre das eine coole Idee. Schon eine coole Idee sogar. Das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, eine Resonanz. Ob ihr vorstellen könnt, dass Exi und Andreas mal so ein, zwei Games mal Koop abseits der WoW-Stream-Termine, die du sowieso hast. Aber da schiebt man mal einfach so einen Abend ein und machen wir mal so einen Dual-Stream. Ja, da hätte ich einfach mal so just for fun und da sind wir mal so Casuals in so einem völlig anderen Spiel, wo wir nicht die Profis sind und irgendwie uns orientieren müssen. Aber zu zweit stolpert man irgendwie besser als alleine dadurch. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Und da geht es auch um nichts. Das ist ja just for fun. Also, das wäre bestimmt lustig, ja. Oder, genau, schreibt das in die Kommentare, ihr Lieben. Auf jeden Fall gerne auch euer Zwischenbilanz-Fazit jetzt zu 10.1. Passt ja gerade, während wir den Goldcast aufnehmen, ist gerade 10.1 ja quasi frisch. Und Raids kommen. Was ist denn eure Bilanz? Was ist so Daumen hoch bei euch? Was ist Daumen runter? Wo hattet ihr Erfolg? Nicht nur goldmäßig. Könnt ihr mal berichten, wie gefällt euch die Welt? Das Drachenfliegen wird sicherlich sehr gut wegkommen. Aber schreibt auch ruhig mal, welche Erwartung Dragonflight vielleicht bei euch nicht erfüllt hat. Denn ich sehe in deinem Discord und in meinen, viele sind auch in der alten Welt wieder unterwegs. Es sind 18 Jahre Content, klar, ne? Es gibt unendlich viel zu tun und Sachen. Ne? Ich sag nur All the Things. Du bist ja noch viel mehr drin in All the Things. Ich habe mir das noch nie installiert, aber ich verstehe den Reiz dahinter. Aber es gibt so viel zu tun, es gibt so viel zu farmen, es gibt so viel Bibliotheken zu füllen. Schreibt mal, was ihr gerade macht eigentlich in der World of Warcraft. Ja. Unsere Goldcast-Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist doch so Richtung Abspann so langsam auf die Uhr geguckt. Sind wir nämlich diszipliniert dabei. Ich habe drauf geachtet, mein Lieber. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wir müssen dann eh mal gucken. Ich mache ja momentan nicht nur Dragonflight-Kram. Ich gehe auch allmählich wieder zurück in die alte Welt. Weil, wie gesagt, Dragonflight Goldmaking ist simpel, sehr simpel gehalten. Und wie du selbst schon sagtest, das sind 18 Jahre Content. Ne? Warum sollte ich das liegen lassen? Also ich denke mal, wir können auch definitiv in den nächsten Episoden gerne mal wieder über den einen oder anderen älteren Markt sprechen. Aber ich glaube, heute so als kleiner Comeback-Stream war das einfach mal wirklich nochmal komplett einfach mal drauf losquatschen. Weißt du, es hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Das war richtig gut. Ne? Das total, ja, total. Ich würde auch sagen, gleich wenn wir mit der Aufnahme durch sind, bleiben wir noch kurz ein paar Minuten. Ich muss noch eben kurz ein, zwei Sachen mit dir besprechen. Genau. Aber für euch, ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, die Folgen werden so um die Stunde gehen, einfach um uns auch die Möglichkeit zu geben, quasi die Folgen schneller produzieren zu können. Was mir persönlich genau, dann müssen wir uns bei unseren Frauen nicht immer 2,5 Stunden abmelden oder so. Ja, genau. Deswegen, ja, auch so, ja. Andreas, ich habe vergessen, wie wir unseren Goldcast abmoderieren. Wow.
Wow. Das glaube ich nicht. Nein, üblicherweise leite ich zu Exitus rüber, der mich dann fragt, ob ich noch irgendetwas zu sagen habe. Und dann machst du eigentlich deinen gewohnten Abspann. Doch, da kommen wir wieder rein. Ich mache jetzt hier den Souffleur. So, ich gebe jetzt gelandet über an dich und dann sagst du so. Wie den Videos eigentlich. Andreas, wenn du jetzt nichts mehr hast. Andreas, hast du noch irgendwas für uns heute? Danke, dass du mich fragst. Ich bedanke mich für die Frage, aber nein, außer zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, das war eine kurzweilige Stunde. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, mit dir wieder zu quatschen. Und ich freue mich wieder ein bisschen durch die World of Warcraft rumzutoben. Und ich freue mich auf die 43 mit dir, mein Lieber. Wir freuen uns auch, dass du wieder da bist. Ich hoffe, ihr habt euer Handtuch, das ihr heute ja hundertprozentig dabei hattet, nicht komplett durchgeschwitzt. Ne? Sehr gut. Das musste sein. Gut, wenn du auch nichts mehr hast, dann würde ich, ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Dann vielen Dank dafür, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt, ne? So nach dem Motto. Ich war nicht mehr sicher, mache ich es genau wie in den Videos oder hatte ich da was anderes? Nein, das ist der übliche Exi-Abspann, genau. Ja, ganz gut, genau, dann, wie sich dann, das gehört, wie das alle kennen seit ganz vielen Jahren, wie sich das gehört hier. Wir bleiben im Protokoll. Drehbuch einhalten, Herr Kollege. Ja, genau, ich mache hier meinen Standardspruch, du sagst Tschüss, ihr Lieben, und dann ist vorbei. Genau. Okay, dann vielen Dank, dass ihr es nach all den Monaten Wartezeit trotzdem bis zu dieser Stelle ausgehalten habt. Und dann melden wir uns dann demnächst mit der 43. Vielen Dank. Das war schon cool. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.